Im heutigen Video schauen wir uns eine Visual Approach auf den Flughafen Corfu an, besser gesagt auf die Runway 34 beim Flughafen Corfu. Ihr seht hier unten schon die beiden Charts, die ich dazu aufgemacht habe. Hier drüben gibt es noch ein paar Charts zu Madeira. Madeira werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. Vor allem das Circling auf die Runway 05 ist dazu ganz interessant, aber es hat sich bei mir zeitlich noch nicht angeboten, dass ich gesagt habe, ich fliege keine Ahnung mal von Lissabon oder so nach Madeira kurz rüber und drehe das Video ab, beziehungsweise dafür stand der Wind nicht richtig und wenn ich aktuell Zeit im Flugsimulator verbringe, dann vor allem online bei VATSIM und dafür ist ja Live-Wetter notwendig. Deswegen machen wir heute Korfu. Korfu mache ich jetzt tatsächlich kurz offline, weil ich dort von einem Regionalflughafen auf mehr oder weniger eine Viertelstunde Flugzeit hier direkt rüberkomme und eine schöne Anflugroute auswählen kann. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt die Wadi Won Juliet Arrival durchzufliegen. Da es gibt allgemein verschiedene Möglichkeiten. Die meisten haben irgendwas hier mit dem Kerkira VOR zu tun. Das Kerkira VOR habe ich mir deshalb dann später auch auf der RATNAV-Page vorgemerkt. Rein theoretisch wäre auch hier noch das Garitza VOR ganz interessant, aber dadurch, dass ich heute mal den ANAV Approach fliegen möchte und nicht den VOR Approach, interessiere ich mich hier nur für das Kerkira VOR. Genau. Also hier bei den ganzen Stars sieht man, man hat eben die verschiedensten Möglichkeiten hier anzufliegen. Man könnte rein theoretisch hier auch über Norden reinkommen. Aber alle Punkte, also alle Arrival, haben hier was mit dem Punkt BEDEX zu tun. Der Punkt BEDEX ist deshalb wichtig, weil er unser Initial Approach Fix ist und weil er im Falle eines Go-Rounds der Punkt ist, zu dem wir wieder hin müssen fürs Holding und um einen erneuten Anflug durchzuführen. Was ist sonst noch zum ersten Teil zu dieser Approach zu sagen? Also wir kommen hier rein. Hier steht Flight Level 100 und das werden wir uns jetzt auch halten, vor allem weil wir keinen Lotsenverkehr etc. da haben. Zum Beispiel Transition Level wird ja von der ATC vorgegeben. Ich habe jetzt tatsächlich Transition Level 90 bzw. Altitude 9000 gesetzt, weil ich das noch im Kopf hatte von meinem letzten Griechenland-Trip. Hier steht 5000 Fuß als Transition Altitude, aber bei mir war das noch als Procedure so drin mit den 9000. Aber kann man im Prinzip, wenn man offline fliegt, ja eh einstellen, wie man möchte. Und wenn Lotse online ist, wird es dann vorher in der ATIS bekannt gegeben. Wie man eine ATIS ausliest und so weiter und so fort, dazu kommt auch nochmal extra ein Video, weil es dazu auch Nachfrage gab. Aber jetzt erstmal hier zu Korfu. Das heißt, wir kommen hier rein. Kurs 293. Und dann geht es hier einmal in einem Bogen schön rüber. Dann wird das Ganze hier nochmal verlängert und man fliegt hier außen nach BEDEX. Man sieht hier auch schon Höhenangaben, zum Beispiel hier 4000 Fuß bei BEDEX, auch hier 4000 Fuß. Das heißt, wir fliegen hier mit Flight Level 100, sinken wir langsam rein. Und dann fangen wir langsam an, auf die 4000 Fuß runter zu sinken, dass wir die auf jeden Fall hier bei BEDEX haben, damit wir später deutlich weniger Stress haben.
Also ich gehe jetzt schon mal davon aus, weil ich später, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, den Chardesign A330 nutzen werde für den Flug, weil er einfach, weil ich den schon lange nicht mehr geflogen bin und weil er das typische A320 in großen Teilen das typische A320 Cockpit bietet und weil sich das somit relativ leicht auf den A320 auch übertragen lässt. Aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass er die Route nicht perfekt abfliegen wird. Ich denke vor allem hier, hier und hier wird er leichte Einschnitte haben, beziehungsweise die wird er auch nicht perfekt zu uns FMC übernehmen. Davon gehe ich mal aus. Bei BDEX angekommen, können wir dann sinken auf 2900, die wir bis hier, bis Kilo Romeo 601 spätestens erreicht haben müssen. Hier haben wir auch einen Speed Constraint von maximal 185 Knoten. Ansonsten ist es hier mit dieser Kurve recht eng bemessen. Das heißt, daran werden wir uns dann auch halten, dass wir hier auf jeden Fall 2900 Fuß und maximal 185 Knoten haben. Dann leiten wir hier den Linksturn ein und fliegen entlang dieser Küstenlinie auf die Runway Trifor. Hier unten ist dann auch schön das Sinkprofil genau angegeben. Bei Kilo Romeo 601 fangen wir dann mit dem nächsten Descent an. 2,9 Grad auf 1700 Fuß. Die sollten wir dann ungefähr 1,5 nautische Meilen vor unserem letzten Punkt, also Kilo Romeo 600, erreicht haben. Die Höhe halten wir dann bis Kilo Romeo 600 und dann geht Standard mit einem 3 Grad Gleitpfad visuell in Richtung Runway Trifor. Also bei diesem Sinkflug haben wir dann mehrere Hilfen. Hilfe 1 sind natürlich die Parpis, wie bei jedem Visual Approach sind die das Wichtigste. Wir haben Corfu logischerweise Standard 3 Grad Parpis auf der linken Seite von der Runway und auch hier auf der rechten Seite von der Runway, wie man sehen kann. Und zusätzlich haben wir hier eine wichtige Tabelle. Hier ist die Distance zur Threshold der Runway angegeben und in nautischen Meilen logischerweise und hier die zugehörige Höhe in Fuß, die wir ungefähr haben sollten. Also auch an der können wir uns so ein bisschen orientieren, ob wir richtig sind oder nicht. Das Einzige, was noch wichtig wäre zu sagen, ist einerseits im Falle eines Go-Rounds fliegen wir bei der Landebahn, also nicht zuvor, at but not before, eine Rechtskurve mit maximal 185 Knoten hier zu Kilo Romeo 700 und dann hier wiederum in Richtung BDEX. Vielleicht lässt es sich hier schon leicht erkennen, aber die Route hier hat im Vergleich zur tatsächlichen Landebahnausrichtung einen leichten Offset. Das heißt, wenn wir hier das Ganze stur abfliegen, sind wir nicht perfekt auf die Landebahn ausgerichtet hier vorne, sondern müssten da auf die letzten Meter, wo wir eigentlich stabilisiert sein sollten, noch ein gutes Stück nachkorrigieren. Das heißt, ab hier ungefähr werde ich dann Visual übernehmen und dann hier nach dieser letzten Erhöhung anfangen, hier ein bisschen rüber zu drehen und schon früh auf die Landebahn auszurichten. Das ist ein typisches Procedure in Corfu, was auch täglich so geflogen wird. Und dazu, wenn man sich generell für sowas interessiert, auch wie das dann im echten Cockpit aussieht, gibt es sehr, sehr viele Videos auf YouTube. Aber jetzt genug geredet, schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Im Flieger angekommen,
habe ich jetzt einfach mal eine Arrival einprogrammiert. Und zwar habe ich die Wadi von Juliet Arrival einprogrammiert in das FMC. Und zwar hat die Besonderheit, dass wir hier reinkommen und dann hier über den Waypoint BeatX, der übrigens auch im Fall eines Go-Rounds, also eines Missed Approaches, wieder unser wichtiger Punkt ist, der ist hier mit drin. Wir fliegen hier schön rein und fliegen dann das NDB, die RNAV Arrival auf die Runway 34 in Corfu. Ich werde das Ganze mal mit einem anderen Flugzeug abfliegen, denn ein bisschen Abwechslung schadet, denke ich mal, auch nicht. Und vor allem ist die A320, A330 Familie vom Cockpit Design und von der Bedienung her extrem ähnlich. Und der A330 ist auch das mitunter das größte Flugzeug, was man in Corfu tatsächlich betreiben kann. Wie im Arrival Briefing vorher schon angesprochen, werde ich jetzt auch die ganzen Höhen recht sauber abfliegen. Das heißt, wir bleiben jetzt noch hier auf Flight Level 100 und gehen dann runter auf 4000 Fuß, sodass wir BDEX hier mit 4000 Fuß passieren. Und dann halten wir uns auch schön an die ganzen sonstlichen Höhenangaben, also auch an die minimalen Mindesthöhenangaben. Und fliegen dann das Visual bei hoffentlich schönem Sonnenuntergang nach Korfu, nach Griechenland. Also der Anflug an sich ist vor allem, was die Szenerie und was so die Landschaft und so weiter angeht, wirklich sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr schön aus dem Cockpit mit zu betrachten. Gibt auch einige YouTube-Videos dazu, was man sich mal angucken kann. Wir werden in Corfu leichten Headwind haben, bisschen von der Seite, kann ich auch noch mal kurz zeigen, aus 320 Grad mit 8 Knoten ungefähr, QNH von 1005, das stellen wir um. In Griechenland ist es meistens schon höher, das, die Transition Altitude. Ich glaube 9000 sind es meistens, aber es ist ATC abhängig. Also nagelt mich da drauf jetzt nicht fest. Minimum etc. ist auch schon alles eingestellt, also Approach Data sind drin. Und dann fliegen wir das Ganze jetzt mal entspannt runter. Genau, damit ihr da noch kurz Bescheid wisst im Falle eines Go-Rounds, was in Corfu durchaus mal passieren kann, dass man sich bei einem Visual oder ähnlichem verschätzt. Also was Sichtbedingungen etc. angehen sollte, für den Visual haben wir heute kein Problem. Wir haben sehr, sehr gute Sichtweiten, also das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Aber im Falle eines Go-Rounds geht es rechts rum und hier in Richtung BDEX und von dort aus neuer Landeanflug bzw. Holding. Die ganzen Speed Constraints haben wir gerade keine Probleme mit 240 Knoten, das heißt, da halten wir uns gut dran. Und jetzt fangen wir dann mal an, auf 4000 Fuß zu sinken. Wir machen das Ganze jetzt mal mit Vertical Speed, ganz entspannt. Ich glaube, 1000. Was sagt das FMC? Wo zeigst du mir das an, wann ich bei 4000 Fuß bin? Müsste ich mal wieder öfter fliegen, das Flugzeug. Also normalerweise müsste hier ein Pfeil irgendwo sein, der rumwandert, aber den Pfeil sehe ich jetzt nicht, dass der irgendwas macht, dass sich der verändert, auch wenn ich
was die Fußangabe angeht, doch ein gutes Stück verstell. Dann setzen wir gleich mal das QNH 1005. Set cross-checked, übernimmt der Chardesign ja bei allen dreien parallel und 1000 Fuß Sinkrate reichen locker lässig. Man sieht halt jetzt hier den Anflug, der geht erst raus übers Meer, dann hier in die kleine Bucht rein und hier vorne liegt der Flughafen. Also wir gehen hier über die Bucht rein, was dann später auch noch ganz interessant wird, und zwar der Anflug selber, der Endanflug selber hat einen leichten Offset zur Landebahn. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Das heißt, das muss man dann visuell nachkorrigieren. Aber das zeige ich dann alles zu gegebener Zeit. So. Ansonsten fliege ich das Ganze jetzt mal schön entspannt runter und dann sehen wir uns, wenn wieder was Spannendes passiert. Also man sieht hier hundertprozentig sauber abfliegen tut der Chardesign 330 die Route tatsächlich nicht. Also ein paar Ungenauigkeiten hat der Flight Director da drin. Und auch die Route selber, also die Arrival selber, hat er nicht hundertprozentig schön hinbekommen. Da habe ich auch im Arrival Briefing schon was dazu gesagt, beziehungsweise dann noch ein kleines bisschen Text mit drunter geschnitten. Also wir sind jetzt auf 4000 Fuß. Und die nächste Höhe, die wir jetzt einstellen, ist, wir werden jetzt auf 2900 Fuß sinken und ich reduziere weiter die Geschwindigkeit. Wir gehen mal auf 200 Knoten. Dann nehmen wir das als, ja, nehmen wir es als Open Descent mit rein. Spinnt die Ansicht rum. Ihr könnt es sehen, schöne Livery haben wir heute am Start. So. Nächste relevante Höhe sind dann 1700 Fuß. Die 1700 Fuß werden wir dann tatsächlich im Track FPA Modus lösen, weil auf der Chart, da habe ich vorher auch was dazu erklärt, ein Winkel angegeben ist, wie wir auf die 1700 Fuß sinken sollen, und ab dann sollte es im Normalfall per Visual funktionieren, so dass wir da dann fehlerfrei und störungsfrei runterkommen. Ich fahre jetzt schon mal die ersten Klappen aus. Speedcheck Flaps 1 und Flaps 2 nehmen wir auch noch mit dazu. Speedcheck Flaps 2. Die Anzeige gefällt mir gerade nicht. Aber mal gucken. Vielleicht löst sich das Problem von selber. Wir machen schon mal die Lichter hier an. Sitzt natürlich perfekt mit der Sonne. Dann nehmen wir schon mal den Track FPA Modus mit rein und wählen die 1700 Fuß an. Gehen runter auf 160.
und dann nehmen wir jetzt die minus 2,9 Grad. Speed checked, flaps free und flaps full. Jetzt hat er auf einmal, egal. Wir fahren schon mal das Fahrwerk aus. Hier dann. 2500. Yep, ist gecheckt. Und hier seht ihr den Versatz, den wir jetzt haben, den wir jetzt dann ausgleichen müssen. Ich nehme erstmal ein Autofrost raus und Speed is managed und dann stelle ich jetzt die Go-Round Attitude ein und nehme den Autopiloten raus und fliege das Ganze von Hand. Ja, schön. Ja. Denn jetzt für ein Problem. Der hat mich jetzt minimal irritiert. Ist vielleicht du noch nicht aktiviert? Eigentlich schon. Ne, daran liegt's nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er das Problem jetzt gerade hat. Ich hoffe, dass ich trotzdem meine Callouts anständig kriege. Ja, und das ist halt das Problem, was ich gerade noch mit dem Char-Design habe, dass der ab und zu Fehler schmeißt und grundlegende Systeme wie das GPWS nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also wenn einer von euch weiß, was ich hier falsch gemacht haben könnte, dann damit gerne in die Kommentare. Also im Glide-Slope sind wir auf jeden Fall drin. Zwei weiß, zwei rot. Die Touchdown-Zone ist relativ kurz hier, also hier steht doch sogar Landing. Inhibit, also Landing Checklist, EK Memo, Landing no Blue, Landing no Blue. 300. Liegen tut er sich wie ein Stein, der Charlie ist an. 100 above. 50, 40, 30. 20, 3, 3, 0, stop, 2, 0, 10, 2, 5, 5, 5, 5, 5, Manuelle Bremsen.
Also die GPWS Warning hört ja nicht damit auf, dass wir schon lange am Boden sind. Daran liegt es auch nicht. Flight Director habe ich ja extra ausgestellt. Naja, verstehe ich jetzt nicht. Also das war der Anflug auf Corfu. Der Flieger, der Char Design A330. Ich gehe jetzt mal in die externe Perspektive. Also der Char Design A330 generell ist der recht flary. Das heißt, der flärt wirklich sehr, sehr gerne, auch wenn man eigentlich fast keine Flare-Inputs gibt. Gerade, dass ich den nicht extra andrücken müsste. Dementsprechend ist es auch eine recht lange Landung geworden. Ich werde da jetzt trotzdem noch das Video mit ans Ende ran schneiden und dann hoffe ich, dass das Video informativ war und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hundred above. 50, 40, 30, 20.